Ja, das Thema des diesjährigen DKE Innovation Campus ist ja die All Electric Society mit dem Untertitel Wir gestalten die Energiewende. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, eine gesellschaftliche Herausforderung, eine technische Herausforderung. Und aus meiner Sicht kann das wirklich nur gelingen, wenn alle Akteure ganz eng zusammenarbeiten. Also gesellschaftliche Kreise, die Politik letztendlich als Regelsetzer auch und dann vor allen Dingen auch die Ingenieure und Techniker, die das Ganze umsetzen müssen. Und die Normungscommunity, die dafür sorgt, am Ende, dass dann alles auch wirklich gut zusammenspielt, dass die vielen Ideen und Lösungen, die entwickelt werden, die zusammengebracht werden, dann auch zu einem großen Ganzen, wir haben das heute Morgen genannt, zu einem Erfolgsmodell wirklich miteinander arbeiten können. Die Energiewende ist ein systemischer Ansatz und der kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Teile dieses Systems miteinander arbeiten, miteinander interagieren können. Und das bedeutet, wir müssen Schnittstellen überwinden, Schnittstellen beschreiben, wir müssen sie standardisieren, damit dann wirklich diese Teile zusammenarbeiten können. Das sind elektrische Schnittstellen, das sind auch mechanische Schnittstellen, auch daran müssen Normen arbeiten, aber das sind vor allen Dingen im Kontext des Energiesystems, eines intelligenten Energiesystems, auch Datenschnittstellen, kommunikative Schnittstellen. Das Energiesystem der Zukunft kann nur funktionieren auf Basis von Digitalisierung, von Nutzung von Daten und von intensivem Austausch von Daten. Und all das braucht Normungsaktivitäten und vor allen Dingen die Zusammenarbeit von Stakeholdern, von Vertretern aus allen Bereichen der Industrie und der Gesellschaft. Auch das ist eine große Herausforderung. Wir können das nicht segmentweise lösen, dieses Thema. Wir können es letztendlich nur übergreifend und über die einzelnen Disziplinen oder Domains, wie wir gerne sagen, hinweg betrachten. Vernetzung ist da der absolute Schlüssel. Technische Vernetzung, aber eben auch die Vernetzung von Menschen und von Akteuren. Es ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, wie man Umdenken letztendlich bewegen kann und Unternehmen dahin bewegen kann, über den Sinn ihres Wirkens und ihres Seins nachzudenken. Aber ich glaube, das Thema des Purpose, wie man gerne neudeutsch sagt, also der Sinnhaftigkeit, ist ganz zentral mit der Nachhaltigkeit und mit der Energiewende verbunden. Die Menschen, die hier arbeiten, die hier wirken, die Techniker, für die ist das eine unheimliche Motivation, zu wissen, dass sie an einem großen Ganzen arbeiten, dass sie letztendlich an einer Zukunftslösung arbeiten und daran arbeiten, eine bessere Zukunft auch für die nächsten Generationen zu schaffen. Und ich glaube, das kann man auch auf Unternehmen übertragen. Das muss Unternehmen einfach bewusst werden in dem Moment, wenn es klar ist, wenn man es sich auch selber klar macht und in eine Strategie mit einbringt, dieses Streben nach der Verbesserung, um für das große Ganze etwas zu erreichen, hat man einen ganz anderen Zulauf auch von Mitarbeitern, hat man eine ganz andere Motivation bei Mitarbeitern. Und es gehen heute nicht wenige Institutionen, Beratungsunternehmen davon aus, dass das Thema des Bewusstseins eines Unternehmens Sinns ganz entscheidend ist für den Erfolg der Zukunft. Also da habe ich eigentlich keine große Angst, dass sich so etwas nicht entwickeln wird. Für uns als Normungscommunity, als ingenieurgetriebene Community ist es natürlich auch ganz extrem wichtig, weil gerade junge Menschen danach streben. Die wollen letztendlich eine Sinnhaftigkeit, eine Sinngebung erleben, was ihre Arbeit betrifft. Und mit der Botschaft, wenn du hier mit uns zusammenarbeitest, arbeitest du an der Zukunft deiner Welt, deiner Umwelt. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge Motivation erzeugen. Ganz kurz zurückblickend auf den diesjährigen Innovation Campus kann ich wirklich sagen, es war eine aus meiner Sicht hervorragende Veranstaltung. Wir haben sehr, sehr viele Menschen hier zusammengebracht. Wir haben hochinteressante Themen miteinander diskutiert. Es gab viel Feedback schon während der Veranstaltung. Das ist für mich erstmal das Zentrale, dass hier Menschen miteinander reden, sich vernetzen, kommunizieren. Die Bewegung, die dann notwendig ist, das Umsetzen in den Alltag, in die Praxis, das kommt dann schon. Aber ich glaube, der erste Initialimpuls, der muss gesetzt werden. Und ja, da darf die DKE ein bisschen stolz sein. Das ist, glaube ich, mit diesem Campus auch in diesem Jahr wieder gelungen. Und das motiviert uns auch, dieses Modell weiterzuentwickeln und auch weiter fortzusetzen.